Ich habe auch eine Idee gehabt für ein Kinderbuch. Für ein halbwegs realistisches bayerisches Kinderbuch. Bayerisches. Und zwar Bier, Bier, Blocksberg. Die sagt immer Ex, Ex. Ex, Ex. Und zaubert dann ihr Mittagessen zurück auf den Tisch. So, Kartoffelbrei ist da auch kein magischer Besen, sondern einfach nur Kartoffelbrei. Sagt immer Ene, Mene, Mai. Komm raus, Kartoffelbrei. Der Zauberspruch, den sie sagt, wenn sie mit 3 Promille über der Kloschüssel hängt. Sie bewegt sich fort in so einem riesigen fliegenden Mastkrug, so, wo sie immer völlig fertig und verkatert drin hängt. So, und als Handlung habe ich mir Folgendes überlegt. Bier, Bier fliegt mit ihrem Mastkrug so angetrunken durch die Gegend und dann kommt Aladdin vorbei auf dem fliegenden Teppich, klar. Noch hat mich Disney für diesen Witz nicht verklagt, ist gut. Und denkt sich, oh shit, die fliegt Schlangenlinien. Hey, geht's dir gut? Und Bier, Bier beleidigt Aladdin dann rassistisch und sagt, er soll sich in sein eigenes scheiß Kinderbuch zurückverpissen. Das ist ein bayerisches Kinderbuch, ja. So, und die bayerische Polizei verhaftet dann Aladdin, weil sie ihn für einen Gefährder halten. Weil nicht autorisiertes arabisches Flugobjekt im deutschen Luftraum. Das wiederum nimmt die USA dann zum Anlass, in noch einem Land im Nahen Osten einen Drohnenkrieg anzufangen. Ende. Es ist immer wieder erstaunlich, jedes zweite deutsche Publikum gibt einen Zwischenapplaus aufs Stichwort Drohnenkrieg. Ich weiß auch nicht, ob das mehr bei euch aussagt, das über mich, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall noch einen Spin-Off, und zwar Bier, Bier und Tina. Da ist es so, Bier, Bier hält Tina Colada, das ist eine Puerto Ricanerin, für einen Wirtschaftsflüchtling und will sie abschieben lassen. Aber Tina ist offenherzig und teilt ihren Schweinsbraten mit Bier, Bier. Die beiden wachsen näher zusammen, werden Freundinnen und lernen gemeinsam auf Tinas Einbürgerungstest und alles wird gut. Das wäre die Stelle, um Oh zu sagen. Oh, ich liebe eure authentische Reaktion. Das ist toll. Ich fühle mich nicht wohl. Gut. Aber es ist, denke ich, so, ja, why not? Könnte man mal probieren. Ne? Weil Kinderbücher und Kinderlieder sind nicht immer mega sinnig. So, ich möchte nur ganz kurz verweisen an der Stelle auf meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Da muss ich sagen, ey, es tut mir echt leid, ja. Aber wenn deine Oma im Hühnerstall Motorrad fährt, dann ist sie wahrscheinlich keine ganz patente Frau, sondern dement. So, und oder sie kann echt einfach sehr schlecht mit Hühnern umgehen. Also, ich bin nicht auf dem Bauernhof groß geworden, aber so viel weiß ich. So. Oder, keine Ahnung, kennt ihr den Biba Butzemann? Okay, danke, das war auch der Mitmachteil von meiner Seite für heute. Ich werde euch nicht mehr belästigen. Gut. Und ich möchte da mal ganz kurz die Lyrics zitieren. Und zwar, es tanzt ein Biba Butzemann in unserem Haus herum. Viele Bumm. Ich muss da schon schnappen, sie sagen, für die Hip-Hop-Affinen unter euch, das ist ein Zweckreim in der zweiten Zeile. Also, come on, herum auf viele Bumm. Also, naja, gut. Er rüttelt sich, er schüttelt sich, er wirft sein Säckchen hinter sich. So. Dieses Lied wirft doch Fragen auf. So, wie ist er ins Gebäude gekommen? So, warum tanzt der? Also, wenn du nur einbrichst und dann anfängst zu tanzen. So, das ist stark verhaltensauffällig. Also, ich glaube, der Biber Butzemann ist safe vorbestraft. Er hat nicht nur einen Eintrag im Führungszeugnis. So, was genau mit seinem Säckchen gemeint ist, was genau er an sich rüttelt und schüttelt, ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. So, und vor allem, was ist die Moral von diesem Lied? Ja, wenn so ein gruseliger Typ bei dir einbricht, dann sing ein Lied drüber. Nein, ruf die Polizei. Also ich glaube, ich habe eine Theorie, warum das nicht die Moral des Liedes ist. So, ich glaube nämlich einfach, der Biber Butzemann ist weiß und die Polizei möchte nichts tun, weil
Aus einem anderen Kinderlied wissen wir ja, sobald drei Chinesen mit dem Kontrabass einfach nur auf der Straße sitzen und sich was erzählen, ja, da steht die Polizei aber sofort auf der Matte. Klar, hey, die haben vor zu musizieren, vielleicht, weiß ich nicht, haben die eine Genehmigung gehört? Sofort da, klar. Das ist quasi Racial Profiling in einem Kinderlied. So, ich habe zwei Theorien, was dieses Lied sollte. Die erste, das hat uns einfach jahrelang rassistisch geprägt. Die zweite, vielleicht war es gesellschaftskritisch gemeint. Also man wollte einfach normalisieren und es für ganz alltäglich halten, dass drei Chinesen, drei Menschen aus China mit italienischen Instrumenten wahrscheinlich irgendwo in Deutschland auf der Straße rumsitzen und dass das ganz normal ist, quasi so eine Art Protestsong. Ich weiß nicht. Jedenfalls, ich habe dann aber gedacht, wenn man sich überlegt, wie man dieses Lied weiter singen soll, Ra, Kanasa, Madam Kanra, das ist wahrscheinlich doch rassistisch. So Leute, mein Name ist Max Oswald, das war meine Zeit. Ich bin jetzt gleich fertig, das kann man jetzt mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge sehen, ja. Aber wie ich immer sage, wenn ein Auge lacht und eins weint, ist eins davon wahrscheinlich entzündet.